Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier bei Football Manager 2017 und dem ersten FC Union Berlin. Vielleicht fällt es schon auf, die Stimme hat sich mal wieder ein bisschen verändert. Vielleicht, ich weiß es nicht, denn ich habe mal wieder ein bisschen in den Einstellungen ein bisschen rum probiert. Ihr müsst mir da Feedback geben, ihr müsst mir da sagen, ob sich da was geändert hat. Und zwar mache ich das jetzt so, dass die Stimme gleichzeitig aufgenommen wird. Vorher hatte ich das immer getrennt, also das heißt also klar war das gleichzeitig aufgenommen worden, also aber immer schön mit einem separaten Programm die Stimme aufgenommen und dann eben mit einem anderen Programm das Spiel beziehungsweise die Aufnahme. Und jetzt ist es so, dass ich das über ein Programm versuche, um eben die Asynchronität, die ab und zu mal vorgeherrscht hat, entgegenzuwirken. Gut. Ja, wir werden sehen, wie es sich anhört, wie es weitergeht. Falls Störgeräusche sind, bitte Bescheid sagen, damit ich Bescheid weiß. Und ja, ansonsten machen wir hier ganz normal weiter. Igor Loric, letztes Freundschaftsspiel gewonnen. 1-0 gegen Deportivo de la Coruña. Eine relativ starke Mannschaft. Und wir werden erstmal direkt weitermachen, denn in 5 Tagen steht das Spiel gegen St. Pauli an. Das wird unser erstes Zweitligaspiel als neuer Trainer von Union Berlin. So, Scout von Prülz, Nachanalyse, Passkombination, sieht relativ ähnlich aus wie vorher. Das ist ganz gut, das gefällt uns. Verliehene Spieler, Kort hat schon 2 Spiele in Klutsch und sogar schon eine Vorlage gemacht, sehr schön. Und Kroll, 4 Einsätze bei Wormatia Worms. Wir haben nach Pauli direkt schon Hannover als Gegner. Das sind harte Gegner, also beide sind nach meiner Meinung Mannschaften, die durchaus aufsteigen könnten. So, wir haben ein Leihangebot für Asani, das werden wir ablehnen. Asani möchten wir gerne selbst nutzen. Er ist erstmal unersetzlich, sagen wir mal. Den wollen wir ja für uns selbst erstmal nutzen und nicht jetzt direkt wieder ausleihen. Bei anderen Spielern kann ich mir das durchaus vorstellen, aber bei ihm jetzt nicht. So, hier haben wir Firat. Hat kein Interesse für einen Wechsel, okay. Makorab genauso. Okay. So, hier haben wir St. Pauli. Na, sieht nach einem 4-5-1 aus, also oder 4-2-3-1, wenn man es halt genauer sondiert. Kadervergleich, relativ ähnlich, verdienen ein bisschen mehr als wir, aber ansonsten, ja, die Amtszeit ist halt doch schon ein bisschen höher, aber gut. So, Augenmerk auf Lasse Sobich, ja, der Stürmer, da müssen wir aufpassen, ist doch der Stürmer. Ja, nein, ist der Innenverteidiger, ich sag einfach mal ja. Verwechsel ich immer, da gibt es ja 2 Stück. Also die in der Bundesliga mal auf jeden Fall gespielt haben. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber ihr wisst, was ich meine. So, größte Stärke. Konnten 6 Chancen herausspielen, wenn sie mit dieser Formation gespielt haben. Gegen ein 4-4-2 zeigte sich das Team verwundbar. 4 Chancen in 90 Minuten. Das ist doch schon praktisch. Gibt keinen speziellen Fokus. Wir werden mal auf Automatismen umschalten. Gehen auch mal hier auf Training. Schauen mal kurz. Fitness können wir jetzt mal umstellen auf Taktik, damit die Taktik jetzt hier mal ein bisschen noch mehr eingearbeitet wird. Und hier von Spieltaktik gehen wir auf Automatismen, um wichtige Spielzüge und Aufgaben besser hinzubekommen. So, wir werden erstmal hier Spieler registrieren. Automatische Auswahl, das ist ganz praktisch. Da braucht man nicht wirklich viel zu überlegen, wen man da jetzt mitnimmt. Das ist in anderen Ligen viel, viel schwieriger. Dann gibt es ja so Beschränkungen, keine Ahnung, dann maximal so und so viele Spieler dürfen außerhalb der EU sein oder was weiß ich. Aber das ist hier in Deutschland ja nicht so. Deswegen brauchen wir uns da nicht genauer mit zu beschäftigen. So. Ansonsten machen wir mal weiter. Ich bin schon gespannt, wie wir gegen St. Pauli spielen werden. Wie gesagt, schätze ich als starken Gegner ein innerhalb der zweiten Bundesliga. Hannover sowieso, als Absteiger ist man da immer Favorit. Man will ja direkt wieder aufsteigen. So, wir scouten natürlich die zweite Bundesliga.
Sportwissenschaftler, wir werden mal die Anzeige stoppen, weil wir können ja sowieso keine mehr aufnehmen. So, Hannover wird als Zweiter hier eingeschätzt. Okay. Und da wollen sie wieder den einen Innenverteidiger da ausleihen. Der FC Bayern München hat Ki-Young Song verpflichtet. Interessanter Transfer. Dürfte ja bei Celtic Glasgow spielen. Oder ist er nicht schon mittlerweile in die Premier League gewechselt? Ich weiß es gerade nicht. Ja, Luka Jovic wird leider nichts draus. Rankovic. Schürpf. Na, brauchen wir aber im Moment erstmal nicht. Update gescoutete Spieler. Hier hätten wir welche, die eben ablösefrei wären. Eventuell halt auch ein Innenverteidiger Milanovic. Wird er denn auch wirklich gescoutet? Ja, wird gescoutet. Gut. Der wäre eventuell noch ganz interessant. Wie gesagt, Vorschläge bezüglich Spieler könnt ihr immer wieder gerne in die Kommentare reinschreiben. So, ich hoffe, dass die Soundabmischung passend tut. Das heißt also, wenn jetzt gleich das Spiel kommt, dass meine Stimme dann nicht untergeht, denn die kann ich dann nachträglich eben nicht mehr lauter stellen. Das ist das einzigste Problem, aber mich nervt das halt eben, wenn immer wieder solche asynchronen Stellen auftauchen, obwohl ich das ja eigentlich perfekt synchronisiere während der Aufnahme. Also nach der Aufnahme, also während ich es render. Und ja, das nervt dann schon. Ich kann dann verstehen, wenn das auch euch Zuschauer nervt. Ist ja nicht nur bei diesem Projekt so, sondern auch ab und zu mal bei einem anderen Projekt. Und das ist dann eben ein bisschen doof. Gut. So, wir machen weiter. Morgen ist das Spiel 13 Uhr. Zur Mittagszeit samstags in Pauli, also in Hamburg. Okay, Zusammenfassung, wir sollen die Formation umstellen, das werden wir nicht machen, da werden wir nicht drauf eingehen. Er will einfach nur seine Taktik reindrücken. Das macht er sehr, das machen die Assistenztrainer oder Co-Trainer sehr gerne. Haben wir keinen Co-Trainer? Müssen wir mal schauen. Und Loric debütiert als Trainer. Ja, wir werden. Ich hoffe, er wird sich einen großen Namen etablieren können. Und wir sehen hier die Quoten ausgeglichen, also durchaus ein spannendes Spiel sollte da kommen. Dimitrovic diskutiert über Leihgeschäfte, okay. Aber wegen Asani. Und unsere Pressekonferenz wegen des Spiels. So. Nach dem Verkauf von Schönheim vermuten viele, dass die jungen Spielern wie Roberto Puncic mehr Einsätze geben werden. Planen sie so etwas? Sind da ganz bestimmt. Das werde ich wohl tun, wenn ein Spieler gut genug ist, dann spielt das Alter keine Rolle. Ganz genau, das stimmt auch. Wird der Erlös aus Fabian Schönheims Verkauf in neue Spieler investiert? Ja. Das hat die Frage. Viele Transfers wollen wir jetzt eigentlich nicht mehr machen. Deswegen, ich möchte diese Frage jetzt nicht beantworten. Fabian Schönheims Abgang hat unzweifelhaft Besorgnis unter 1. FC Union Berlins Fans ausgelöst. Wie wollen Sie die Anhänger beschwichtigen und davon überzeugen, dass der Deal langfristig von Vorteil für den Club sein wird? Ja, wir sind da auch wieder noch mal ganz bestimmt. Das war für keinen im Club eine leichte Entscheidung, doch wenn die Fans ruhig bleiben, werden sie erkennen, dass sich alles zum Guten wenden wird. Genau. Der beste Weg in eine neue Saison ist, mit einem Dreier zu starten. Sind Sie zuversichtlich, einen guten Start hinlegen zu können? Ja, wir sagen mal, ja, können das auch ganz bestimmt sagen. Es wird ein schwerer Start in die Saison. Wir haben ein sehr hartes Auftaktprogramm. Das stimmt. Wir haben St. Pauli, dann Hannover und dann Fortuna Düsseldorf. Das ist schon sehr, sehr stark. Ein Großteil der Experten behauptet, dass die Leistung von Damir Krylach der Schlüssel zu einer erfolgreichen Saison sein werden. Stimmt diese Einschätzung? Ja, kann man schon so sagen. Aber ich denke, dass wir als Kollektiv sehr stark sind. Aber Damir ist natürlich ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Freuen Sie sich genauso darauf wie die Fans, dass die Saison endlich beginnt? Da können wir ein bisschen Leidenschaft treiben. Das ist ein großartiger Moment und ich kann es nicht abwarten, loszulegen. Die Jungs sind gut vorbereitet und sich eines Startsiegs sicher. Sehr schön. Gehen wir motiviert rein. Unsere Spieler auch. Was ganz gut ist. Loric setzt auf Youngstars. Ja. Nicht unbedingt.
Ist nicht zwingend, aber wenn, dann schon, kann möglich sein. So, wir sind mal gespannt, wie die anderen Mannschaften spielen. Habe ich richtig gesehen, Hannover direkt gegen Braunschweig, ja. Dynamo Dresden 4-1 gewonnen gegen Lautern. Meine Güte. Ja. Und Rafael Korte erstmal hier ja, 1-1 gespielt, aber kein gutes Spiel. So. Dordrecht Touré. Dordrecht, das ist doch ein Luxemburgier. Nee, ist kein Luxemburger. Verein ist ein belgischer Verein. Okay. Nein, niederländischer, wow. Komplett. Ich scoute ihn mal, warum nicht? Wenn da schon angeboten wird, wie gesagt, angebotene Spieler oder welche, die wir uns näher anschauen sollen, werde ich immer mal scouten. Das kann nicht schaden. Also Überblick über die Saisonerwartungen, Aufstiegsrelegation erreichen. Ja, das war ja dieser mutige Schritt von Loric. Update zum Thema Eigengewächse. Also ganz gut. Fitnesstests, ja. Das sind die Spieler, die eben hier noch nicht wieder fit sind. Oh, der Kessel, der ist jetzt wieder dabei. Der macht wieder beim Training mit. Sehr schön. Daube auch. Diese hier drei könnten wir spielen lassen. Boah, ich hoffe sehr, dass die Abstimmung vom Sound her passt. Wenn nicht, werde ich das für die zweite Folge korrigieren. Dann bitte ich das zu entschuldigen. Das kann leider mal passieren. Ich konnte das leider jetzt noch nicht testen. Also, aber ich denke, ist jetzt nicht so schlimm. Ja, Skripski, der ist immer noch ein bisschen beleidigt, sagen wir es mal so. So, nehmen wir irgendjemanden Bestimmtes mit. Ja, die Verletzten erstmal nicht. Quana könnten wir mitnehmen. Machen wir auch mal hier gegen Hosnier. Redondo können wir mitnehmen gegen Prandi. So, Mesenhöhler lassen wir auf jeden Fall dabei. Dabo, lassen wir eher Trimmel mitmachen. Dabo ist ja eher so in der Hinterhand. So, Pogacar tauschen wir wieder gegen Puncic. Leistner ist richtig. Lenz gegen Parensen. Jetzt ist die Frage, lassen wir Asani mitspielen oder eben Skripski? Der Asani hat aber hier eine sehr, sehr gute Bewertung. Lass mal den Asani direkt von Anfang an mitspielen. Köhler tauschen wir auf jeden Fall aus gegen Thiel. Und hier haben wir es auch schon mal richtig eingestellt. Okay, gucken wir nochmal. Hedlund nehmen wir mit. Gegen wen tauschen wir den? Gegen Nikchi. Genau, weil er kann eben auf beiden Seiten spielen. Skripski holen wir auch mal mit. Ja, wobei, beim ersten Spiel lassen wir ihn mal draußen. Vielleicht hört er dann auf zu schmollen, wenn er merkt, dass wir das ernst meinen. Also, wir haben gehört, 442 ist deren Schwäche. Dann gehen wir direkt mal in das Spiel rein. Ein Spieler braucht noch eine Rückennummer. Okay. Dabo. Okay, was kriegt der Dabo denn für eine Nummer? Wir geben ihm mal die 33. Ohne groß zu überlegen. Könnte eine Nummer sein für einen Verteidiger. Also für einen Verteidiger, der halt eben in der Auswechslung steht. So. Dann hoffen wir mal, dass das von der Soundabmischung passt. So, wie gesagt, Quoten her ist das relativ ausgeglichen. Sie spielen mit einem 4-5-1. Wir fahren mal fort. Sie stehen kurz vor Ihrem ersten Spiel als Trainer vom 1. FC Union Berlin. Können Sie kurz Ihre Gefühle zu diesem Anlass zusammenfassen? Wir machen das mal leidenschaftlich. Ja. Es geht in diesem Spiel nicht um mich, es geht um den 1. FC Union Berlin gegen den FC St. Pauli. Sie haben Colin Kwaner außen vor gelassen. Hat das etwas mit seiner jüngsten Verletzung zu tun? Also sind wir mal ganz ruhig. Ich hätte ihn aufstellen können, aber man muss das große Ganze im Blick behalten. Ganz genau. Wollen ja nichts riskieren. So. Ja, mit einem 4-5-1 gehen sie rein. Also so wie in der Vorbereitung. Ratschläge.
Na, hier ein bisschen hart. Da kann man ein bisschen härter reingehen. Das sind jetzt Pflichtspiele. Manchmal muss man das sogar. Hier ist sogar jemand leicht angeschlagen. Mutig, den aufzustellen. Gut. Die Spieler alle umknüppeln wollen wir jetzt auch nicht. So. Dann schauen wir mal. Wir sind erstmal leidenschaftlich. Ja, geht raus und beeindruckt mich. Ich denke, das ist passend, weil erstes Spiel und so. Dann werden wir mal starten. Okay, auf den Kopfhörern ist es ein bisschen laut, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eben gut runtergemischt wird, so dass es eben passt ist. Die Trikotauswahl ist aber auch irgendwie, ja. Naja, schauen wir mal. Sehr schön, erstmal den Ball schön erobert, aber dann wieder verloren. Aber wieder gut aufgepasst. Sehen wir zweimal die Tabelle, okay. Erst nach 10 Minuten passiert jetzt erstmal nichts. Neutralisierung. Ah, Kroos. Jetzt sei nur lau. Der könnte da spielen. Macht er auch. Asani. Okay, Greilach schön auf Kolhoff. Kolhoff kommt schon. Ah, Zainulao, sehr schön. 1-0. Sehr schön gemacht. Abstauber. Ja, doch, Abstauber ist das schon von Zainulao. Aber schöner Ball von Greilach hier auf Kolhoff. Der kann ihn leider nicht ins Tor reinbringen, aber zum Glück ist da ja Zainulao, der da direkt reingelaufen ist. Ah, sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. So, nächste Möglichkeit. Thiel. Da spielt er in den Lauf von Kolhoff. Dann nochmal auf Kiel. Ah, verliert den Ball jetzt vielleicht eine Kontermöglichkeit für Pauli. Gehen da über die Seite, müssen da aufpassen. Und das sind Bengalos in der Ecke. Und da, oh mein Gott. Direkt die Antwort. Uhadus macht hier ein schönes Tor. Leider. Hätte ihn ja auch einfach nur drüber schießen können oder so oder daneben. Oder am besten gar nicht den Ball erwischt. Aber ja. Müssen wir mal schauen. So, Freistoß, Zainulao, gibt den Ball rein. Ja, Kreilach. Was macht der? Groß. Ah, will den scharf da reinspielen, aber Parensen, Thiel. Ah, er schießt einfach drauf. Okay. Also wir haben auf jeden Fall massiv mehr Ballbesitz, über 60%. Das ist schön, aber nicht zwingend notwendig. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ich bin jetzt niemand, der jetzt explizit auf Ballbesitz spielt. Ah, ja, da ist der Sobisch. Er ist damit nach vorne gekommen. Ein Freistoß. Eieiei. Ui, ui, ui. Na, jetzt sind die jetzt langsam mal am Drücker. Nering. Kutschak. Ah, der schießt einfach drauf, aber gut. Mesenhüller hat da keine Probleme. Wir haben zwar mehr Ballbesitz, aber die haben deutlich mehr Chancen, habe ich das Gefühl. Die verlieren ja auch einfach zu schnell den Ball jetzt. Ui. Ja. Stark gehalten. Aber ganz schön stark geschossen hier von Rio. Jaichi. Ja, Eckball. Miesenhüller ist da, ganz gut. Ja, der Ball erstmal geklärt. Ich würde fast sagen, wir stellen mal auf Konter um. Denn jetzt greifen die auf jeden Fall ordentlich mehr an. Wir haben zwar mehr Ballbesitz, aber das bringt uns nicht wirklich viel. Ja, Was können wir dazu sagen? Wir nehmen mal hier Thiel raus. Ja, der ist mir auch da so aufgefallen, dass er eher derjenige ist, der jetzt da noch nicht so gut dabei ist. Wen bringen wir rein? Redondo oder Hedlund? Wir bringen mal Hedlund rein. Ja. Okay. Ansonsten sind wir ganz ruhig. Momentan steht es 1-1. Das wäre nicht schlecht, aber wir wollten doch schon gerne noch was da machen. Macht weiter so. Ihr könnt noch immer gewinnen. Genau. Ja, die hören auch alle schön zu. Sehr schön.
Wirken auch entspannt oder ruhig. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Okay, dann machen wir ansonsten weiter. Also wir gehen jetzt erstmal hier konternd rein. Schauen wir mal. Bauen jetzt erstmal von hinten auf. Schön auf Asani. Der könnte jetzt nochmal da oben hinspielen. Aber verliert den Ball und dann gibt es die Kontermöglichkeit. Oh mein Gott. Und da ist Buda Hus und der macht den rein. Das war schlecht. Und das lag an Asani. Der hat da einfach sehr doof agiert. Der hätte einfach nochmal hier rüber spielen können. Aber nein, er dreht sich da und verliert dann den Ball. Und dann ein, zwei Bälle und dann ist man halt eben durch. Okay. Müssen wir mal schauen, was wir machen. Ich warte noch ein bisschen. Ja, wir werden mal kurz die Taktik umstellen. Okay, wir nehmen unsere Schattenstürmer-Taktik. Ja, wir holen mal Kolhoff raus. Thiel nicht. Wir bringen mal Quana rein. Der ist nämlich relativ schnell. Wie schnell war eigentlich Kolhoff? Ja, der ist nicht so schnell. Okay, er kann da vielleicht noch mal helfen. Und wir werden jetzt mal auf Angreifen einstellen, damit wir mal ein bisschen mehr nach vorne kommen, vielleicht ein bisschen Druck aufbauen können. Wir haben ja Ballbesitz. So ist es ja nicht, aber wir machen nichts draus. Das ist das Problem. Okay. Ja, so lassen wir das erstmal. Ja, Quana, jetzt können wir ihn mal hier auch mal ansprechen. Wir reden da ganz bestimmt. Ich habe Vertrauen in Sie, also gehen Sie raus und zeigen Sie denen, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind. Ganz genau, scheint tief in Gedanken versunken. Hoffen wir, dass er gut spielen wird. So, Asani, Zenulau. Ja, erstmal geht er da rein, der wird jetzt die rote Karte bekommen. Der hat schon gelb. Nein, der kriegt keine Karte. Okay. Und Quana hat sich verletzt, sehr schön. Wunderbar. Mögliche Fußverletzungen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Dann werden wir mal Asani da raufbringen. Ist ja relativ schnell. Naja. Edlund. Redondo. Redondo ist relativ schnell. Dann bringen wir Redondo auf Quanas Position. So. Also Redondo. Bringen wir auch mal bestimmt. Ja, zeigen Sie mir, was Sie drauf haben. Ich erwarte einen guten Auftritt von Ihnen. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir dieses Spiel noch drehen können. Jetzt vielleicht mal eine Möglichkeit. Parensen. Schön reingeworfen. Hedlund. Da haben wir groß. Zeigen genau. Groß. Ah, das war nicht gut gemacht von ihm. Ja, Puncic ist da. Miesenhöhler geht da weit raus, langer Ball nach vorne. Wir pausieren mal kurz, damit wir hier Teamansprache machen können. So leidenschaftlich. Zeigt etwas Leidenschaft. So, weil die sind ein bisschen statisch, habe ich das Gefühl. Und da schon wieder nächste Möglichkeit. Eieiei. Na, die Passgenauigkeit lässt auch jetzt enorm nach, wenn man das mal im Vergleich zieht zu den anderen Spielen. Jetzt aber vielleicht mal die Möglichkeit Hedlund, der könnte da lang spielen, aber macht das nicht. Da war nämlich kurz hier Redondo ganz frei, der ist hier reingezogen. So, dann stellen wir mal alles nach vorne. Sollen auf jeden Fall noch diesen Ausgleichstreffer versuchen. Lass mal die alles ein bisschen nach vorne drücken. Sollen mal ein bisschen mehr in die Zweikämpfe gehen. Ein langer Hafer. Okay. Aber nur weil wir jetzt hier in den letzten Minuten sind, also ja, nochmal ein Freistoß.
wieder knapp drüber. Aber dieses Spiel werden wir wahrscheinlich verlieren, wenn wir da jetzt nicht noch irgendwie was hinbekommen. Ja. Boah, geht ja da hart rein. Eieieiei. Ich habe zwar gesagt, sollen hart reingehen, aber nicht so hart. Und da Asani jetzt auf Zainulau, bitte. Zainulau. Oh nein, was macht der denn? Ah, Mann. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da noch eine Möglichkeit bekommen. Jetzt wieder Buhadus, der ist verdammt gefährlich. Hat zwei Tore gemacht, wenn ich mich nicht täusche. So, jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Schön lang, aber ja. Keine Möglichkeit. Ja, jetzt vielleicht Redondo, Zainulau. Guck nochmal ab auf Groß. Sehr schön sieht der Trimmel. Trimmel müsste reinflanken. Es gibt nochmal Einwurf. Wie spannende Schlussphase. Na, Redondo. Ah, verliert den Ball. Da muss er richtig hinterhergehen. Ein Foulspiel von Redondo. Es sieht wirklich nach der ersten Niederlage aus. In der ersten, also in der zweiten Liga. Direkt zum Auftakt. Wäre jetzt nicht so toll. Eieiei. Ja, Wiesenhüter klärt jetzt erstmal seinen Lau. Vielleicht noch ein Angriff. Geht lohnend. Müssen sich auch ein bisschen anbieten. Seinen Lau. Ja, da haben wir Groß. Bleib jetzt nur nicht. Ach, ich hab's gewusst. Ich hab's schon gesehen. Jetzt natürlich eine Kontermöglichkeit da. Aber Puncic hat den Ball nochmal jetzt schnell nach vorne. Es soll einfach nicht sein. Ja, da müssten eigentlich jetzt so nach vorne kloppen. Genau. Nee. Wir verlieren das erste Spiel 2-1 gegen Pauli. Und man muss leider fairerweise sagen, Pauli war wesentlich stärker. Auch wenn wir in den letzten Minuten da ein bisschen mehr gemacht haben. Hat leider nichts gebracht. Aggressiv wollen wir jetzt nicht sein. Ja, zufrieden sind wir aber auch nicht. Genau. Ich bin alles andere als zufrieden über eure gezeigte Leistung. Das ist einfach so, ja. Da kann er auch gerne angespannt aussehen. Der hat vielleicht jetzt nicht schlecht gespielt, genauso auch Kolhoff, aber bringt halt nichts. Ja, ja. Man sieht es hier, die sind hier sehr überlegen gewesen. Wir hatten mehr Ballbesitz, aber das bringt uns halt eben nichts, wenn wir da nicht was draus machen. Hm. Müssen wir mal schauen, was wir im nächsten Spiel ändern können. Hannover wird ein schwierigerer Gegner. Wesentlich schwieriger. Jetzt sehen wir es nochmal. Oh ja. Hat so schön begonnen mit dem Tor direkt, aber kam dann halt eben direkt die Antwort. Ja, er hat zwei Tore geschossen. Buhadus. Kwana, oh ja, klar. Er hat erstmal einen Knöchelbruch und fällt 4 bis 6 Monate aus. Das ist jetzt ein wenig problematisch. Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, wir werden mal hier so einen untersichtlichen Spezialisten. Wir lassen mal den Vereinsarzt hier übernehmen. Wir sprechen mal mit ihm über die Verletzung. Ganz ruhig. Ja, machen Sie sich keine Sorgen wegen Ihrer Verletzung. Ich weiß, so etwas kann frustrierend sein, aber versuchen Sie, sich auf die Reha zu konzentrieren. Ich werde mich von dieser Verletzung nicht unterkriegen lassen. Dafür sorge ich. Gut, bis später dann. Okay. Na, Hedlund sein Debüt. Im Hintergrund hört ihr jetzt die Kirchenglocken. Die Pressekonferenz machen wir in der nächsten Folge. Ich denke erstmal hier jetzt nur ein Spiel, weil ich erstmal schauen muss, ob das mit der Soundabstimmung alles stimmt. Ansonsten bedanke ich mich dafür, dass ihr zugesehen habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare reinschreiben, was euch denn so Positives aufgefallen ist oder Negatives in diesem Spiel. Wahrscheinlich eher mehr Negatives, aber wir werden es sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das war's von eurem Kubas Bambuso.